Hallo, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Heute wollte ich mit euch einen Nas-Orgasm-Dupe-Vergleich machen, weil ich habe ja den Nas-Orgasm und auch so zwei Dupes, die dazu gehandelt werden. Ich weiß nicht, vielleicht kennen einige von euch den Orgasm nicht, deshalb zeige ich euch den nochmal. Das ist so ein Blush von Nas. Nas ist relativ teuer, also das kostet hier, glaube ich, so an die 29, 28 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe die halt in den USA gekauft. Das ist ja so Online-Shopping. Nein, ich habe sie gekauft im Sephora und da haben sie umgerechnet 20 Euro gekostet. Ist immer noch sehr happig, aber ich wollte es einfach mal testen, weil ich habe so viel Gutes über diese Blushes gehört. Und da musste auch einfach diese Legende mit. Der Sinn von Orgasm ist, wie der Name schon sagt, ihr sollt frisch aussehen. Den Rest könnt ihr euch denken. Ihr habt dann so einen inneren Glow, also ihr sollt so schön strahlen. Das ist, die Grundfarbe ist so ein Pfirsich bzw. Pink. Es ist schwer zu beschreiben, das ist je nach Lichteinfall oder nach dem Unterton eurer Haut könnte anders rauskommen. Und da ist halt auch so ein goldener Schimmer drauf. So. Und dann haben wir hier zwei Kandidaten. Einmal den von Kiko, das ist die Nummer 103. Der ist von der Grundfarbe auch sehr ähnlich. Moment, ich halte sie mal aneinander. So, also im Töpfchen sieht es schon sehr ähnlich aus. Den habe ich gepresst, weil der mir zerbröselt ist. Normal sieht er nicht so komisch aus. Und dann haben wir hier noch den Sleek Rose Gold. Der sieht jetzt im Töpfchen ein bisschen goldiger und mehr Pfirsichfarben aus. So, und nochmal preislich. Also der von Kiko kostet, glaube ich, so um die 8 Euro und Sleek ist so mit 6 Euro ungefähr dabei. Wobei das ein bisschen von Online-Shop zu Online-Shop wechselt. Ich kann euch in die Infobox ein paar verlinken, wo ihr Sleek herbekommt. So, okay, dann habe ich den natürlich mal für euch geswatcht, um es zu vergleichen. Also da haben wir hier in der Mitte Orgasm. Hier ist Sleek Rose Gold. Und hier ist Kiko. Und ihr seht schon, dass alle diesen Effekt beherrschen. Also je nachdem, in welche Richtung ich meine Hand drehe, wo das Licht halt gerade herkommt, haben alle diesen peachigen pinken Unterton, je nachdem, manche mehr, manche weniger, und halt diesen goldenen Schimmer. Aber, ich weiß nicht, ob man es so gut sehen kann, aber der Orgasm in der Mitte, der sieht wirklich so aus, als wäre er in der Haut sozusagen, als wäre das ein Teil von der Haut. Ich finde, der Sleek sieht sehr aufgesetzt aus und beim Kiko auch. Das liegt zum Teil daran, dass Kiko und Sleek, also vor allem das Sleek Rose Gold, sehr pigmentiert sind. Also wenn ihr die benutzt, dann boom, habt ihr halt echt eine Menge Farbe auf den Wangen. Aber es sieht halt nicht so aus, als wäre das, ja, würde es aus eurer Haut kommen. Das ist das, was ich bei den Nasblushes so bevorzuge, dass sie nicht aufgesetzt aussehen. Weil es ist so schwer bei einem Blush, sieht es ganz schnell echt so schlimm aus, als hättet ihr euch da so 1000 Schichten drauf geklatscht und sieht gar nicht natürlich aus. Und bei den Nasblushes sieht es ihnen natürlich auch sehr ähnlich. Ich weiß auch nicht genau, wie die es hinkriegen. Sie sind halt nicht so stark pigmentiert, manche, also manche schon. Aber der Orgasm zum Beispiel ist nicht so stark pigmentiert. Und da kann man erstmal denken, wenn man swatcht, oh mein Gott, der hat gar nicht so einen schönen goldenen Schimmer wie der Sleek. Also bei Sleek geht man einmal drüber und man hat total viel drauf. Kann ich mal zeigen. Also, das ist jetzt Sleek. Da habt ihr gerade, guck mal, da habt ihr ganz gleich viel drauf mit goldenem Schimmer und bei dem Orgasm nur so ganz wenig. Aber es ist halt einfach, ja, es kommt bei Blush nicht auf die Pigmentierung an. Das kann ich euch nur immer sagen. Ein guter Blush ist nicht gleichbedeutend mit einem, der gut pigmentiert ist. Ihr braucht weniger natürlich. Ihr seid schneller fertig, ihr macht ein bisschen drauf, verblendet es. Aber ich finde es schöner, wenn ich einen Rouge und Blush halt einfach aufbauen kann. So. Jetzt mein Texturgeschwafel, ich meine, die meisten wird interessieren, wie die auf den Wangen aussehen, nicht, ja. Sie sehen sehr ähnlich aus beim ersten Auftrag. Also man muss natürlich anpassen und darf von dem Sleek nicht zu viel nehmen, vom Kiko. Da kann ich nicht mehr so gut mitreden, weil ich habe den ja gepresst und die Textur ist ein bisschen seltsam. Aber er kommt auch dran, also der Kiko ist ein bisschen pinker, deshalb vergleiche ich jetzt gerade mal Rose Gold und Orgasm. Beim Sleek, da darf man nicht zu viel nehmen, muss es gut verblenden. Beim Orgasm kann man schön aufbauen. So, ja, das Ergebnis sieht, ich würde sagen, zu 90%
sehr identisch aus nach dem Auftragen. Da wird jemand aus 5 Meter Entfernung, der sieht überhaupt nicht den Unterschied. Der wird auch nicht, was ich eben angesprochen habe, dieses Glowen von innen heraus. Ich glaube, das wird man auch nicht so sehen. Das ist wahrscheinlich jetzt nur so Liebhabergeschwafel von mir, aber der Orgasm hält halt länger. Also, der verschmilzt einfach mit der Haut und das Sleek Rose Gold, die Textur ist halt sehr weich. Und deshalb, dass ihr so viel Farbe drauf kriegt, der ist sehr buttrig. Aber der verschwindet auch wieder schnell. Also da müsst ihr halt ein bisschen nachlegen. Und beim Orgasm, es ist halt einfach auf den Wangen, das bleibt den ganzen Tag da und ihr müsst euch nicht drum kümmern. So, mein Fazit natürlich jetzt. Ich freue mich, dass ich den habe. Aber wenn ich jetzt mal bedenke, dass der nur 6 kostet und der 30, das heißt ungefähr das Fünffache, kann ich euch, wenn ihr den toll findet, also so von, wenn ihr den so seht im Internet oder so, den findet dann toll, aber ihr wollt nicht so viel Geld ausgeben, kann ich euch den empfehlen. Weil der ist von der Farbe sehr ähnlich. Es ist halt, ich blende euch gerade, mit dem Auftrag ein bisschen schwieriger, aber für den Preis ist es natürlich unschlagbar. Ich bevorzuge den hier, aber das ist jetzt natürlich reine Geschmackssache. Wenn ihr ihn super findet und ihr habt ein bisschen Geld übrig, könnt ihr euch den ja wünschen oder ihr kauft euch den halt mal. Aber mit dem seid ihr auch super dran. Also es muss der nicht sein. Ich bevorzuge ihn, weil ich einfach so ein paar, ja, ich liebe Blush und ich kann es nicht abhaben, wenn ich 1000 Mal am Tag irgendwie nachbessern muss. Aber das ist natürlich jetzt nur persönliche Vorliebe und das muss ja nichts für euch bedeuten. Ja, aber es ist wirklich ein wunderschöner Blush, ich kann den nur empfehlen. Die Farbe, es ist toll, also dieses Konzept, ich mag dieses Duochrome mit dem peachigen Unterton, dann dem Gold, das sieht wirklich so schön aus, ihr braucht keinen Highlighter mehr, eure Wangen strahlen, ist einfach super. Ja, ich bin verliebt. So, ich würde jetzt gerne von euch wissen, was euer Lieblingsblush ist, weil ich bin ja bekennender Blush-Junkie und ich möchte noch so viel ausprobieren und durch Tipps kommt man einfach am besten weiter. Also ich möchte jetzt nicht so blind irgendwas kaufen. Also ich habe von MAC noch nichts, habe von Catrice auch noch nichts, von Essence habe ich auch keine Blushes. Da habe ich echt nur Nachholbedarf und ich würde mich sehr über eure Tipps freuen. Tschüss!